Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir sind dabei, verschlossene Türen und Truhen zu öffnen. Ja, gucken uns überall mal um. Hogwarts haben wir jetzt zu drei Viertel entdeckt, würde ich sagen. Ja, haben natürlich auch wieder ein paar Truhen und Türen gefunden, die wir noch nicht öffnen können, weil die Stufe 2 oder 3 voraussetzen. Da müssen wir dann halt ja nochmal warten und gucken. Ah, hier kommen wir rein. Da hinten ist wieder so eine Demigeist-Statue. Die brauchen wir nämlich, damit wir die höheren Stufen für Schlösser knacken lernen. Für Stufe 2 brauchen wir 9 Statuen. Und ja, ich glaube, dass wir danach halt noch mehr Statuen sammeln müssen. Wir hatten nämlich schon entdeckt, dass hinter einer Stufe 2-Tür ebenfalls eine Demigeist-Statue versteckt war. Da kamen wir noch nicht ran. Ach, guck mal hier. Du gehörst mir, Danny Geis. Hinter der Toilette versteckt. Muss man auch erstmal drauf kommen. Out of order. Da guckt dann wahrscheinlich keiner so schnell rein. Ja, jetzt haben wir hier noch einen unidentifizierten Gegenstand gefunden. Und hier, statt zu ziehen, müsste man den wahrscheinlich drücken. Versuchen wir das mal mit dem. Jo, wunderbar. Dann kommen wir nämlich sogar hier rein. Violett, wenn du herkommst, sei doch so gut und bring noch etwas Met mit, ja? Ich glaube, einer der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen mit einem beachtlichen Vorrat. So, was haben wir hier? Ja, könnte vorne bei den Toiletten sein, wo wir gerade waren. Jo, da ist er. Lumos. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht in der Toilette. Hätte eher gedacht hier vor irgendwo. Lumos. So, komm mit. Achso, weil wir Revelio danach nochmal eingesetzt hatten, dann ist er dann wieder weggeflogen. Sehr schön. Ja, dann gehen wir hier nochmal hoch. So, dieser Frosch, der hat uns über die Treppe wieder ausgespuckt. Trotzdem mal gucken, ist hier noch was drin? Nö. Okay, dann können wir hier, glaube ich, wieder raus. Und gucken mal, was hier oben ist. Ja, geben wir mal unsere Munde ab. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja, ich habe tatsächlich ein paar Munde für Sie. Wunderbar, wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Munde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humore zaubern. Ja. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen mehr Munde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Ja, das betont er nochmal. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn jetzt gesammelt mittlerweile. Schauen wir mal kurz nach. Okay, eine brauchen wir noch. Cool. Einmal müssen wir noch sammeln. Wo gehen wir denn mal lang? Gehen wir mal nach oben. Ja, ich glaube, hier waren wir auch noch nicht in dem Teil. Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern. Das lässt dann ein paar Stunden. Hallo? Oh, hier haben wir sogar noch ein Rätsel offen. 1 und 8 sind 9, also 4. 1, 2, 3, 4. Die Eule. Wo haben wir sie denn? Da.
diese Eule. Hä, waren wir hier noch gar nicht? So, und was haben wir unten? Da haben wir 1, 2, 3 und 13 sind 16, sind 5 zu 21. 1, 2, 3, 4, 5. Also diese Spinne. Da haben wir es. Er hier. So, und hier blinkt auch noch irgendwo was in der Nähe. Entweder oben oder unten. Gucken wir mal. Ah, hier. Die Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Türklopfer von Ravenclaw. Um in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man mit Hilfe von Logik und Verstand ein recht esoterisches Rätsel lösen, das der Türklopfer in Adlerform ja, einem stellt. Super, hier waren wir wohl noch gar nicht oben drin. So, ein Mond noch, das werden wir wohl hinkriegen, oder nicht? So, hier waren wir dann. Wo kommen wir denn hier unten raus? Rebellion. Ah, okay, da geht es dann wieder rüber in den anderen Komplex. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen weiter nach oben. Hier über diese endlose Treppe. Und danach dann auch nochmal ganz in den Keller. Und alles so dazwischen, das haben wir dann, glaube ich, erkundet. Das ist auch noch so ein verschlossenes Tor, da waren wir auch noch nicht. Krass. Okay, machen wir mal zuerst die 2 unten. Das wären 9 plus... 1, 2, 3, das sind 12. Das sind dann 7, also 8, 7, das wäre er. Genau. Und was haben wir hier noch? 2 plus 15 sind 17. 3 zu 20, 23 sind 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Salamander. Gucken wir mal, ob wir richtig liegen. Ja, wunderbar. Ein Schemel und ja, ein neuer Fransenschal. In Himmelblau. Nicht unsere Farbe, aber bestimmt trotzdem ganz hübsch. So, es geht noch weiter hoch sogar. Ach, guck mal hier, da haben wir noch so ein Feuerbecken wieder. So, und Akio brauchen wir auch noch. Wunderbar. Ja, weiter hoch geht's nicht, aber hier geht's nochmal ab. Da müssen wir dann auch nochmal schauen, was wir hier so finden. Hier blinkt es auf jeden Fall. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Okay, da kommen wir rein. Ich wollte hier aber den Raum gerade nochmal schnell durchsuchen. Haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir nach oben. Da bin ich mal gespannt, was da oben noch so los ist. Rebellion. Sehr viele Truhen.
Haha, eine Geheimtür. 15. Februar 1851. Der Blick in die Kristalle heute Morgen war äußerst entmutigend. Zunächst war ich begeistert, das Zaubereiministerium in meiner Zukunft zu sehen. Das Atrium erschien mir so klar wie der helle Tag. Ich habe immer davon geträumt, dort zu arbeiten. Als sich das Atrium jedoch in ein Meer von Besen auflöste, endlose Reihen von Besen, schlug meine Freude in Verzweiflung um. Bin ich für eine Zukunft im Besenregulationskontrollamt bestimmt? Die Langeweile würde mit dem Gesang eines Fupers um meinen Verstand wetteifern. Für den Moment muss ich akzeptieren, dass ich einfach nicht von Natur aus zum Wahrsagen berufen bin, aber vielleicht habe ich ja die Fähigkeit, so etwas zu spüren. Wahrscheinlich schon. Ja, kleine Wahrsagerkugel hier. Schade, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Wäre ja auch mal interessant. So, hier blinkt es auf jeden Fall noch. Okay, Stufe 3 Schloss sogar. Da kommen wir noch nicht rein. Stufe 2 Schloss da auch nicht. Also hier sind auf jeden Fall noch viele verschlossene Türen. Das können wir uns merken. Endlose Treppe ganz nach oben. Rebellion. Ui. Der Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. So, und hier haben wir auch nochmal was. Lumos. Ja, das ist, meine ich, unten. Revelio. Dann gehen wir nochmal hin. Wir müssen ja eh gleich wieder hoch. Genau, diese Giebel waren nämlich da, wo der Geheimraum auch war. Meine ich zumindest. Genau, da ist er schon. Lumos. Ja, dann komm mal mit, Schmetterling. Dann komm mal mit. Und wir bringen dich nach oben. Zu deinem Bilderrahmen. Dann geisterst du hier nicht so rum. So, bitteschön. Ach, guck mal, hier sind sogar noch Feuerschalen. Vielleicht müssen wir die auch aktivieren. Vielleicht passiert dann irgendwas. Wollen wir mal gucken. Oder auch nicht. Nö, da passiert nichts. Sind wohl nur Deko. Okay. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ah, hier braucht man irgendwie einen Schlüssel für. Den haben wir natürlich leider nicht. Schade, schade. Okay. Ja, dann bleibt nur noch der Weg runter in den Keller eigentlich. Südflügel. Ach genau, den Teil haben wir auch noch nicht entdeckt. Der Uhrenturm. Reisen wir da nochmal hin. Dort gab es auch die Arena der gekreuzten Stäbe. Revelio. Alohomora. Revelio. So, das sieht mir nach dem Ruf hier draußen aus. Rebellion. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Da haben wir ihn. Lumos. Komm mal mit.
Und hallo, da kommen wir auch rein. Wunderbar. Ja, jetzt ist die Textur hier wieder total verwaschen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Komische Performance. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal Zeichen. Du kommst mit. Das sieht mir wieder ganz nach einem Rätsel aus. Da oben sind auch noch so eine Dinger. Und das hier ist das Pendel. Wahrscheinlich hat es irgendwas damit auf sich. Ah, guck mal. Ein dardelischer Schlüssel. Du fliegst wohin? Nach oben. Dann gehen wir mal hinterher. Das ist der letzte. Dann können wir nämlich die Slytherin-Truhe bald aufmachen. Das wäre nämlich die letzte Hausmarke, die wir finden müssen. Ja, cool. So, unten war aber auch noch ein Rechenrätsel wieder. Da wollen wir natürlich auch nochmal gucken. Rebellion. Okay, doch kein Rechenrätsel. Da ist eine Eule drauf. Lass uns mal gucken. Hier ist eine Eule. Und da ist eine Eule. Also hier in dieser Reihe. Vielleicht müssen wir ja das Pendel irgendwie auf dieser Reihe hier halten. Mit Accio funktioniert das schon mal nicht. Levioso macht auch irgendwie keinen Sinn. Ja, ich glaube, wir haben dafür noch nichts. Was kriegen wir denn hier nochmal? Transformation. Verlangsamt sowohl Objekte als auch Gegner. Ja, ich glaube, dass wir den vermutlich hierfür gebrauchen könnten. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Okay, und wirft Gegner zu Boden. Der könnte vielleicht auch nochmal nützlich sein. Was haben wir hier? Lässt bewegliche Objekte schweben und kontrolliert sie. Ja, oder diesen. Ja, ich glaube, hier werden wir noch nicht weiterkommen, leider. Schade, schade. So, wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal weiter nach oben. Ach, guck mal, hier wäre dann noch so ein Tor. Mit so zwei Köpfen. Ja, das wäre dann der hier. Ja, ich denke, dass wir das Pendel irgendwie ausrichten müssen. Weil die Türen bewegen sich ja auch immer mal. Und hier wäre dann auch nochmal wieder eine. Okay, da müssen wir aber noch einige Zauber für lernen. Dann können wir nochmal hierher kommen, wenn wir das getan haben. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier. Hier konnten wir in der Mission nicht hin, weil wir sonst das diese Auftragsumgebung verlassen hätten. Jetzt haben wir es aber für einen Mega-Power-Trank. Naja, immerhin. Was haben wir hier? Die Uhrenmechanik. Während die beweglichen Zahnräder der inneren Mechanik des Uhrenturms auf viele eine abschreckende Wirkung haben, finden andere die Privatsphäre reizvoll, die durch all die Räder erzeugt wird. Ah ja. Okay. Dann wären wir hier auch erstmal soweit wieder fertig. Ich würde gerne zu der großen Treppe einmal. Untere große Treppe vielleicht, oder? Turm der großen Treppe. Und da gehen wir dann nochmal in den Keller. Das ist, glaube ich, der letzte Bereich, den wir jetzt noch entdecken müssten. Ja, ein so ein Mond fehlt halt noch. Ich freue mich darin vorzukommen. Und wenn wir im Keller sind, dann können wir auch nochmal in den Gemeinschaftsraum des Slytherins
gehen und die restlichen Hausmarken abgeben. Da bin ich mal gespannt, was da in der Truhe ist. Vermutlich auch nur wieder was zum Anziehen. Dabei bräuchten wir mal ein bisschen Gold. Revelio. So, da waren wir schon. Da geht's zu Ravenclaw. Genau, da steht der Hausmeister mit den Monden. Achso, ich möchte eigentlich weiter nach unten. Okay, müssen wir hier lang wahrscheinlich. Ah ja, genau. Moment mal, hier vorne war doch auch noch so eine Vorhalle. Revelio. Guck mal, da unten ist noch ein Schloss und eine Truhe. Gucken, kriegen wir die auf? Jo. Alo Homora. Ja, sehr schön. Revelio. Eine Truhe. Besser als nichts. So, und hier ging es dann nochmal runter in die Katakomben unter Hogwarts. Da haben wir auch noch jede Menge. Gehen wir erstmal auf die Seite. Hallo Homora. Revelio. Oh, was ist denn hier los? Ach, guck mal, hier tanzen die Geister. Solltest du auch. Darauf kannst du lang warten. Diesmal werde ich sie fragen. Was haben wir denn hier? Der Raum der Todestagsfeier, diese düstere, geräumige Kammer in den unteren Kerkern von Hogwarts, eignet sich perfekt für gelegentliche Todestagsfeiern, die hier von den Schlossgeistern gefeiert werden. Die meisten Sterblichen bleiben solchen Feiern lieber fern, da das dort servierte Essen stark verwest ist, um die Nasen der Geister zu erreichen. Interessant. Da hinten ist auch nochmal eine Handbuchseite. Der Wandteppich der Jagd der Kopflosen. Dieser Wandteppich zeigt die Jagd der Kopflosen, eine Gruppe kopfloser Geister, die von Sir Patrick Delaney Portmore für verschiedene Spielchen zusammengetrommelt wurde. Sie sind berüchtigt dafür, dass sie sich weigern, den Gryffindor-Hausgeist Sir Nicholas de Mimsey Porpington in ihre Reihen aufzunehmen, da er nicht völlig kopflos ist. Ah ja, interessant. Gut, Leute, damit sind wir dann auch erstmal wieder am Ende der Folge angelangt. In der nächsten Folge werden wir uns auch wieder der Entdeckung widmen, bevor wir hier weitere Aufträge ausführen. Ich möchte nämlich ganz gerne mit diesen Demiguise-Monden weiterkommen, damit wir zumindest schon mal die Stufe 2 Schlösser öffnen können. Hier finden wir noch eine Handbuchseite gerade. Und ja, Stufe 3 Schlösser, das kann man sich dann vielleicht nochmal merken. Da haben wir ja nicht ganz so viele, die wir bisher gefunden haben. Ja, dem werden wir uns dann in der nächsten Folge wieder widmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne auch ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.